Mit Regierungserklärungen anlässlich einer Regierungsumbildung hat die Bundesregierung fast so viel Erfahrung wie der Bundespräsident mit Angelobungen. Der innenpolitische Terminkalender beginnt am Mittwoch mit jener des neuen Landwirtschaftsministers Norbert Totschnig, ehe er und die anderen dem Nationalrat vorgestellt werden. Veränderungen sind, wie gesagt, Chance zugleich und die haben wir tatsächlich zu nutzen, diese Chancen. Die Herausforderungen durch den Krieg, durch die Teuerung, die Inflation, sind noch lange nicht zu Ende. Vizekanzler Werner Kogler nutzt den Großteil seiner Redezeit, um den Ex-Ministerinnen zu danken und Respekt für sie einzufordern. In diesen bewegten und turbulenten Zeiten, glaube ich, sollte man einfach mal auch so weit innehalten, um anzuerkennen, dass mehrere Krisen gleichzeitig aufeinandertreffen und das jede für sich in einer Dimension, die es in den letzten Jahrzehnten nicht gegeben hat. Zu Ende ist die Zeit dieser Bundesregierung. Ginge es nach der SPÖ, die einen Neuwahlantrag stellt. Vizeklubchef Jörg Leichtfried wirft der Regierung vor, nichts gegen die Teuerungen zu unternehmen, etwa die Mehrwertsteuer auf lebenswichtige Produkte inklusive Sprit zu senken. Und man kann auch kontrollieren, ob diese Preissenkung weitergegeben wird. Und kommen Sie mir bitte nicht mit sozial treffsicher. Wie Sie die Körperschaftssteuer für die Millionärinnen und Millionäre gesenkt haben, war keine Rede von sozial treffsicher. Da haben Sie genau dorthin getroffen, wo Sie hintreffen wollten. Die jüngste Regierungsumbildung, notwendig geworden durch den Rücktritt der beiden Ministerinnen, war tatsächlich überraschend, gibt der ÖVP-Clubchef August Wöginger unumwunden zu, sieht aber gerade deshalb die Regierung und ihren Chef erfolgreich und handlungsfähig. Und daher, lieber Kollege Leichtfried, kannst du mit deinem Neuwahlantrag, da kannst du daheim bleiben in der SPÖ, das braucht kein Mensch, wir arbeiten weiter, wir haben jetzt die Halbzeit, wir werden diese zweite Halbzeit zu Ende spielen. Nicht nur die SPÖ, auch die FPÖ hofft auf einen Schlusspfiff statt einer zweiten Halbzeit und bringt wieder einmal einen Misstrauensantrag gegen alle Regierungsmitglieder ein. Parteichef Herbert Kickl legt es dabei auch wieder einmal auf einen Ordnungsruf an. Aber im Grunde genommen ist er ein Totalversager, wenn es darum geht, die österreichische... Herr Kluppertmann... Für gewöhnlich hat Kickl meist den gestrengen ersten Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka, ÖVP, gegen sich. Diesmal die meist deutlich tolerantere zweite Präsidentin Doris Bures von der SPÖ. Aber ich würde Sie jetzt ersuchen, im weiteren Verlauf auch die Würde des Hauses zu wahren. Präsidentin... Ganz ehrlich, Frau Präsidentin, ganz ehrlich, wenn Sie sich Sorgen um die Würde des Hauses machen, dann sollten Sie eigentlich darauf schauen, Sie tun sehen mit Ihrer Partei, dass diese Herrschaften besser heute als morgen diese Regierung verlassen und wir eine neue Zusammensetzung bekommen. Und vielleicht sage ich das auch jetzt einmal an der Stelle, Herr Kickl, ja, wir können hier schon reden wie im Wirtshaus, das geht schon. Ich finde, es tut dem Haus nichts Gutes, es tut der Demokratie nichts Gutes. Und auch im Wirtshaus gibt es halt Leute, die sagen, Herbert, sei bitte einfach einmal still. Noch vor der NEOS-Clubvorsitzenden Beate Meindl-Reisinger tritt die grüne Clubchefin Sigrid Maurer ans Redepult. Sie hebt die bisherigen Reformen, vor allem jene mit einer grünen Handschrift, hervor. Wir haben extrem viel weitergebracht, auch im Schatten der Pandemie. Und wir haben sicher viele Dinge auch runterverkauft, wie man so schön sagt. Aber wir haben ordentlich geliefert und ich kann Ihnen versprechen, wir werden weiterliefern. Auch mit neuen Ministern und neuen Staatssekretären. Denn das ist das, worauf unser Blick gerichtet sein muss, die Lösungen für die Menschen in der Zukunft und nicht Personaldiskussionen. Liebe Frau Kluber, Frau Maurer, also die Personaldiskussionen oder der Appell, lieber inhaltlich zu arbeiten und keine Personaldiskussionen zu führen, ich weiß nicht, ob das so richtig adressiert ist hier ans Parlament oder ob das nicht eher ein besserer Appell an die eigenen Reihen und vor allem an den Koalitionspartner wäre. NEOS haben es zunächst offen gelassen, ob sie dem Neuwahlantrag der SPÖ zustimmen. Die pinke Parteichefin kritisiert jedenfalls auch die neueste Regierungsumbildung. Denn ich frage mich schon, angesichts dieser Regierungsumbildung, geht es eigentlich ums Land? Geht es eigentlich um die Menschen in unserem Land? Geht es eigentlich um die Herausforderungen, die wir zu stemmen haben, oder geht es nicht eher um innerparteiliche Logiken, um die Bündellogik der ÖVP
und letztlich auch ein bisschen die Verzweiflung der ÖVP, die da zum Ausdruck kommt. Jetzt, endlich, sind auch der neue Superminister, Copyright Karl Nehammer, und der neue Landwirtschaftsminister am Wort. Das Parlament ist das Herz der Demokratie. Das werde ich hochhalten und schätzen und freue mich mit Ihnen auf eine gute Zusammenarbeit und auf viele gemeinsame Projekte. Herzlichen Dank. Die Oppositionsanträge, die diese Projekte im Keim erstickt hätten, haben mangels Mehrheit keine Chance, gehören aber ebenso zu diesem Parlamentarismus dazu.